So, liebe Leute, und willkommen zurück zu Super Bomberman R. Ich habe zwar beim letzten Mal gesagt, passt auf, wir spielen jetzt keine Runde online, aber ich dachte mir, gut, wir probieren es einfach mal, damit ich es euch mal zeigen kann, wie das Ganze dann abläuft. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was uns da jetzt erwartet. Ich habe mir auch noch eine Arena gekauft, also meine ganzen Punkte sind eigentlich schon fast wieder gegen Null. Und ja, jetzt heißt es halt der Online-Kampf. Und im Online-Kampf, wie gesagt, werdet ihr vielleicht auch dann den ein oder anderen Leck verstellen. Und das ist halt das, was wirklich dann Super Bomberman R teilweise echt einen Todesstoß gegeben hat. Und ihr seht jetzt schon, das Suchen nach Mitgliedern ist sehr erschwert. Ja. Ich suche jetzt einen Ligakampf und, oh gut, hier haben wir sie ja. Wally, Adrian. Ja, und meine Wenigkeit. Und ich nehme meinen Hut. Denn mein Hut tut gut. Weiß immer nicht, wofür das ist. Naja. Der Adrian will noch nicht so. Egal. Wir spielen ja hier noch alle in der Babyliga. Es geht halt dann wirklich sehr weit anscheinend nach oben. Babyliga bis Pro-Liga. Und da muss man sich erstmal hinarbeiten. Ne? Und das bei der Steuerung. Also man muss hier wirklich mehr Glück haben als, ich sag jetzt mal, Verstand. Aber naja. Ja, und ihr seht, der Timer. Ist hier irgendwie am Spinnen. Und Spieler 4 warten wir noch. Ach, er ist rausgegangen. Deswegen. Also ihr seht auch hier, eine schnelle Runde kommt hier nicht so einfach zustande. Aber wenn dann alle da sind, dann geht das schon ab. Und warum haben wir jetzt echt beide gelb? Das macht natürlich Sinn. Und dadurch, dass die Unterschiede auch noch wackeln, kriege ich eine Krise. Ach nein, nicht das Level. Gut, also Ziel ist es hier, zwei Runden zu gewinnen. Wow. So, dich mal. Dich machen wir jetzt erstmal platt. Na komm. Und ihr seht das hier auch mit den Lecks sehr schön. Hier hat einer ein paar Leckprobleme und ja. Nein, nein, nein. Sehr suboptimal, aber gut. Es hat funktioniert. Aber ihr seht, es ist wirklich extrem performance-technisch am Limit. Hätte es jetzt nicht diesen Leck gegeben. Okay. Cool, danke. Nehmen wir mal alles hier, was hier liegt. Und so schnell hat man mal eine Runde gewonnen und bekommt dafür dann Punkte. Mit diesen Punkten kann man sich dann später was kaufen. 100 Punkte da. Das Ganze wird dann halt auch dort gut geschrieben. Das waren jetzt 100 Punkte. 100. 100 Punkte, die ich da bekommen habe. Und dann geht man halt wieder in die Suche. Und wenn man ganz viel Glück hat, geht das auch immer sehr schnell. Ja? Also wenn man das Ganze mit Freunden spielt und man dann wirklich in einer Gruppe ist, also wir haben das mal im Teamspeak gespielt, haben dann wirklich gesucht und gesucht und gesucht, bis wir uns dann hatten. Und als wir uns dann hatten, waren wir richtig froh darüber. Weil man kann ja auch einstellen,
ob sie aus der Nähe kommen sollen, mit einer guten Performance und. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen. Das haben wir dann natürlich auch gemacht und dann kamen wir schnell in eine Gruppe auch. Da hat jemand natürlich diesen einen Bomber, aber ach, den will er gar nicht. Oh Mann, wenn die Leute abgehen wie sonst was. Du willst jetzt nicht den Weißen nehmen. Hä? Warum wurde der jetzt so schnell ausgetauscht? Hat wohl einer zu viel B gedrückt, hä? Gut, einen blauen, einen grünen, Laristo, Helena und der Angelo. So, dann bin ich mal neugierig, was wir jetzt für eine Arena haben. Hoffentlich wieder eine ohne Eis. Oh ja, oh, die klassische normale Arena, das ist schön. Go easy on me, alright? Da freut man sich doch. Was Klassisches, das kann für ein bisschen Spaß sorgen. Ich hoffe mal auch, dass hier die Performance jetzt wieder ein bisschen besser... Oh, scheiße. Das ist jetzt böse für mich. Wenn er weiß, wie man damit umgeht. Wow. Also ihr seht, hier geht es schon ein bisschen mehr ab. Weil wenn man sich hier mit den Mechaniken nämlich nicht auskennt, ist das sehr böse. Ne, den nehme ich ja mit. Da hat jemand einen Hass auf mich. Nein, 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 nein. Nein, nein. Boom, Baby. Habe ich gewonnen? Habe ich dir mal gezeigt, wo der Ziegenbock den Honig hängert. Wichtig ist auch hier im Arena-Modus oder im Turniermodus, dass man immer zufällig startet, damit nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hat und dass die Feinde sich auch immer anders ergeben. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Ah, shit. Nein, nein. Meine einzige Fähigkeit, die ich hatte. Danke. Wow. Don't miss. It's troll play. Muss ich aber hier mal durch. Dein Glück. Dass ich nur eine Bombe legen kann. Na komm. Wow. Alter. Jetzt wirklich drauf, oder? Nee, nee. Ich könnte ja wohl knicken.
Nee. Boah, nein! Er hat sich festgehakt. Ich glaub's nicht. Er hat sich festgebackt. Ah. Das meine ich damit. Die Verzögerung ist extrem. I don't want to tire myself out. So. Okay. Meine Chance. Ah, danke. I guess all my training paid off. So schnell haben wir das geklärt. I won. Gut. Wir gucken uns das ganze Rating mal an, weil jetzt ist es so, ihr bekommt nämlich zweiter oder mehr Siege, bekommt ihr nämlich Bonuspunkte. Und dann sind es nämlich insgesamt 100 plus ein zweiter Sieg sind 300 Punkte. So viel dazu. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play mit eurem Troplay. Let's Play Troplay. Ich bin euer Troplay. Tschüss.